Hallo und herzlich willkommen bei Stempeline. Ich bin Jeanette Egemann, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Und heute zeige ich dir, wie man diese Duplo-Geschenkverpackung macht. Die kann man hier einfach aufschieben. Ja, und wie das gemacht wird, zeige ich dir jetzt hier in diesem Video. Für die Verpackung benötigst du zunächst ein Stück Farbkarton in Vanille pur in den Maßen 8,5 x 17,5 cm. Ich habe Vanille pur gewählt, weil ich hier Duplo White gefunden habe und passt einfach. Und außerdem den Papierschneider. Wie du weißt, kannst du mit dem Papierschneider auch falzen. Für mich ist das Gerät unverzichtbar. Und jetzt nehme ich einmal das Papier und lege es rechts bei 1,5 cm an und falze außerdem bei 3 cm. Das Ganze mache ich einmal ringsrum. Ist also leicht zu merken. Muss dir nur die Grundmaße merken, einmal zuschneiden und ringsrum einfach falzen bei 1,5 und bei 3 cm. Also hier oben sind die Zentimetermaße, falls du dich jetzt fragst, wie ich darauf komme oder so. Manch einer, der diesen Papierschneider zum ersten Mal sieht, ist dann schon mal etwas verwirrt. Und jetzt nehme ich meine Papierschere und schneide mir das Ganze zurecht. Und zwar fange ich von dieser langen Seite an und schneide hier einmal so diese Falzlinie heraus. Also wie so einen kleinen Keil, den ich da reinschnitzel. Und außerdem wird hier diese Ecke einmal abgeschnitten. Und der Zipfel hier auch. Und dann geht es hier auf dieser Seite weiter. Und das Ganze habe ich auch einmal vorbereitet. Wenn es fertig zugeschnitten ist, dann sieht das einmal so aus. Also diese Laschen, die sind hier alle von dieser Seite eingeschnitten. Und jetzt wird das nur noch zusammengebaut. Dazu legst du das Ganze einmal auf die andere Seite. Also da, wo du gefalzt hast, das ist das, was unten liegt, beziehungsweise außen ist. Und knickst das Ganze einfach mal nur nach innen. Und auch von der Seite. Zum Kleben verwende ich jetzt meinen Flinkfix. Das ist der hier, der klebt recht stark. Es erfordert ein klein wenig Übung, um damit gut zu arbeiten, weil man hier einfach nicht doll aufdrücken darf. Ja, einfach nur leicht rüberrollen lassen und zur Seite einfach wegreißen. Dann hast du hier eine saubere Kante und da ziehen sich keine Fäden oder so. So, jetzt nochmal hier von der Seite und von der anderen. Natürlich kannst du auch mit Tombow arbeiten, aber hiermit geht es einfach ein bisschen schneller. Jetzt wird diese kleine Lasche einfach umgeknickt. Ich mache das jetzt so, weil ich hier dann oben eine schöne Kante habe. Und jetzt stelle ich das so vor mich hin, schlage diese beiden kleinen Laschen nach innen, nehme die Außenlasche, falte das einmal hier so hoch und einmal um und klebe das so, dass die kleinen Laschen schon von innen festgeklebt sind. So sieht es dann aus. Der kann hier schon mal rein. Als nächstes möchte ich diese Banderole drum machen. Und dafür brauchst du ein Stück Farbkarton. Hier nehme ich wieder Vanille pur und meinen Papierschneider. Der Farbkarton hat die Maße 11,5 x 9,4 cm. Und das lege ich jetzt hier einfach hochkant in den Papierschneider rein. Also das hier ist die 11,5 cm Linie. Und falze einmal bei 1 cm hier auf der rechten Seite. Dann drehe ich es um 180 Grad. Jetzt habe ich hier nämlich auf beiden Seiten die Anlegefläche, sodass ich damit nicht verrutschen kann, während ich falze. So, das Ganze geht jetzt weiter mit 3,6 cm. Mit 5,2 cm. Hier so richtig? Ja. 1, 2. Und 7,8 cm. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so gerne mit dem Papierschneider arbeite und nicht unbedingt mit dem Falzbrett, weil ich hier in Millimeter genau arbeiten kann. Muss zwar schon ein bisschen hingucken, weißt du ja selbst, Millimeter sind halt kurze Maße, aber du kannst halt sehr genau arbeiten.
So, und auch das wird einmal zusammengeklebt. Dann nehme ich hier wieder meinen Flinkfix, roll den hier einmal so rüber. Jetzt habe ich hier rumgesudelt und das über den Rand. Aber es macht nichts, das kriege ich gleich wieder hin. Jetzt lege ich schon mal das Duplo hier hinein, also in der Verpackung. Klappt das hier einmal so rum. Und dann wird hier der Rand nur noch nach oben gebogen und gegengedrückt. Und fertig ist hier ringsrum die Verpackung. Hier muss ich nachher noch mal rüber gehen, weil ich hier zu weit am Rand geklebt habe, oder? Doch, kann man auch noch ganz gut runterrubbeln. Danach möchte ich mit Designerpapier arbeiten. Und zwar habe ich das neue Orientpalastpapier genommen. Also das ist ja hier entweder so ein bisschen gülden oder eben auch in den neuen Endcolors. Das ist hier der Ton Feige. Und das sind hier die Packungen, beziehungsweise die Bögen in der Packung. Das ist eben dieses besondere Designerpapier, das nur einseitig bedruckt ist. Von dem besonderen Papier sind hier eben zwei Bögen drin. Hier ist noch einmal so ein goldenes. Na, wo ist es? Da. Das sieht dann so aus, also es schimmert auch. Und außerdem noch viele verschiedene andere Töne. Manche Muster sind etwas gewagt, wenn dir es nicht gefällt, dreh es um. Also Limette, das ist toll. Kann man immer wieder verwenden. Ja, und ich habe das auch schon mal fertig vorgeschnitten. Und zwar habe ich da die Maße 11,2 x 2,2 cm und einmal 1,2 x 11,2 cm. Die Maße blende ich dir hier unten nochmal ein. Das wird jetzt einfach auf die Verpackung draufgeklebt. Dafür nehme ich dann wieder meinen Tombow. Das ist dieser hier. Geht halt immer so schön schnell. Oh, Flusen, wo kommst du her? Und einmal hier rüber. Das kommt hier, wie du dir denken kannst, auf die breiteren Laschen. Kann man immer noch mal so ein bisschen hin und her schieben, wenn es dann jetzt nicht ganz so geglückt ist mit dem Aufkleben. Der dann da drauf. Das hier auf die Seite. Ich habe das bei dem wirklich bei 5 mm immer glatt gemacht. Also das sind hier 11 mal 2 cm, aber da war mir der Rand einfach zu viel. Deswegen habe ich jetzt dieses krumme Millimetermaß genommen. Also hier habe ich auch schon dieses schmalere genommen und ich finde, das sieht einfach schöner aus. So, und um diesen Spruch jetzt zu stempeln, brauche ich einfach noch ein Reststück von dem Vanille und auch das Stempelset Schönheit des Orients. Da sind ja eben auch diese halbrunden Sprüche drin, wie das Leben ist schön oder ein Gruß für dich. Ich finde, man kann beides nehmen. Also siehst du auch, hier ist das Leben ist schön, da ein Gruß für dich. Hier habe ich den Stempel so genommen, wie er gebogen ist. Und hier habe ich noch ein bisschen weiter zurechtgebogen in diese Kerbe. Und zwar kann man hier, also ich arbeite hier mit der 2-Inch Kreisstanze. Habe ich die da auch genommen? Keine Ahnung. Also ich schneide jetzt hier einmal oder stanze einmal ein so ein Teil aus und schaue einfach, wie es hier so gut drauf passt. Wenn mir das nicht gut genug ist, dann kann ich das noch zurechtbiegen. Also jetzt ist er ja drauf und du siehst hier, Quatsch. Also jetzt ist es hier drauf und du siehst hier unten ist halt noch so sehr viel Raum und jetzt biege ich diesen Stempel an der einen Seite noch ein bisschen hoch. Das ist eben das Schöne an diesen Klarsichtstempeln. Du kannst super durchgucken und hier irgendwie noch korrigieren. Und so finde ich das richtig gut. Jetzt nehme ich mir wieder den Farbkarton und ein Stempelkissen in Jeansblau. Das sind die In-Colors, die letztes Jahr reingekommen sind und noch ein weiteres Jahr erhältlich sein werden. Und stemple jetzt hier einfach an den Rand. Und schnapp mir hier wieder meine Stanze, gehe hier gerade so drüber und stanze das einmal aus. Und
dann soll das hier drauf befestigt werden. Man kann, wenn man möchte, hier noch irgendwelche Verzierungen reinstempeln. Ich lasse das jetzt, ich nehme das einfach so. Und dann wird das hier oben so geklebt, dass es hier über das Papier, über das Designerpapier noch rüberlappt und bis zur Kante. Kann man sich ja hier mit dem Kleber alles schön zurechtschieben. Hier noch mal ein bisschen anschrägen, damit es ein bisschen netter aussieht. So. Ja, fertig sind die Geschenkverpackungen. Jetzt habe ich hier wieder so drei Schoko-Waffeln, Riegeln oder längste Praline der Welt oder wie auch immer das Ganze genannt wird. Und ja, natürlich kannst du solche Verpackungen auch für andere Sachen machen. Es gibt ja auch diese tollen langen Schokostangen oder so. Da musst du die Verpackung einfach nur ein Stück verlängern oder ein Stück verbreitern, je nachdem. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ja, würde mich freuen, wenn du demnächst wieder vorbeischaust oder auch auf meinem Blog unter www.stempeline.de und sage Tschüss und bis bald.